Es war einmal ein Augenblick, ein Moment, ein Atemzug, 2 Sekunden lang oder 3, wer weiß. Also ich habe es nicht genau gesehen. Es war einfach genau die Gelegenheit, nur eine winzig kleine Chance, aber doch genau zum richtigen Zeitpunkt. Oder der falsche? Echt blöd und vollkommen unnötige Zeitpunkt. Den gibt es ja immer, ständig, jeden Tag und überall, aber... Aber was mit der Unendlichkeit zwischen 2 Sekunden oder 3, wer weiß. Ist eine Sekunde unendlich? Möglich. Echt? Naja, es kommt halt darauf an, welches Gefühl man in diesem Augenblick hat. Wenn er nervt, ist er lange, wenn nicht, ist er kurz. Verstehe ich nicht. Außer die ganz besonderen Augenblicke. Liebe auf den ersten Blick und so, die sind richtig spürbar und halt auch noch so nah. Aber vor lauter Gedanken oder Träumereien kriegt man sie nie mit. 1000 Augenblicke rauschen vorbei, in jeder Sekunde, die man auf sein Handy starrt. Ja, und genau darüber ist dieser eine Augenblick gestolpert und hingefallen. Auch ein bisschen peinlich, würde ich sagen. Ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht. Worauf warten wir eigentlich? Auf die Liebe, auf den Tod. Auf den Tag, auf die Fantasie. Auf den Anfang, auf den Urlaub. Auf das Ende, auf den schönsten Augenblick. Dieser Augenblick, der war selten, lauter Freunde, jemand hat mich angerempelt. Halt, Moment, das war gut oder schlecht? Irgendwann im Sommer, im Bus, in der Bahn, an der Haltestelle, im Auto, nur eine Minute, ein Moment und dann kommt alles zurück, ein Tsunami, alles überschwemmt, ohne Halt, Halt, los, Halt, los. Später auf dem Klo, Halt. Moment, peinlich? Echt peinlich, richtig ärgerlich. Erste Seifenblase und dann plopp, schön, dumm, plopp, Worte, plopp, Tränen, plopp, Moment. Die Sonnenstrahlen, es war schön da. Das erste Mal wie im Film, ein Erlebnis. Die Trauerfeier, so traurig. Das Ende, umdrehen, gehen, U-Bahn, Bahnhof, Bushaltestelle, ein paar Schritte, alleine, zusammen, alleine und wieder zusammen.
Ein Ende, zwei Enden, drei, egal. Nein, nicht egal. Darum geht es weiter. Ein Ende und ein Anfang. Immer wieder, also weiter. Hallo, wer ist da? Wer ist in unsere Gruppe gekommen? Wer bist du? Hä? Ja. Du? Ich? Ich bin es. Ach so. Kann jemand vielleicht mal antworten auf meine Frage? Ich? Ich bin es. Du? Ja. Wer kennt deine Nummer und wer hat dich hier eingeladen? Sie. Sie? Sie haben mich eingeladen. Glaube ich nicht. Doch. Vielleicht wissen Sie es gar nicht. Vielleicht haben Sie es einfach nicht gesehen. Ja. Doch. Das wissen wir leider nicht. Oder Sie wissen es nicht. Soll ich die Nummer mal anschreiben? Das habe ich schon. Ja. Ich weiß. Die Nummer antwortet nicht. Leute, lasst es doch. Ihr nervt. Es ist kindisch, sich deswegen so aufzuregen. Eine Person kommt nicht einfach so in die Gruppe. Sie wissen davon. Und jetzt reicht es. Okay. Okay. Aber was passiert, wenn jemand weitergeleitet wird? Oder vergessen wird? Oder gelöscht wird? Boah, hört mal bitte auf zu schreiben! Bitte! Ich schwöre! Okay. Was hast du daran nicht verstanden? Meine Fresse! Ich habe nichts verstanden. Ich schwöre. Safe. Ihr seid stellenweise echt hysterisch. Es nervt! Schreibt jetzt bitte nicht mehr weiter. Okay. 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 Dann ist es gut. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Fresse jetzt! Ihr braucht euch generell keine Sorgen machen. Wir haben alles im Blick. Wir kontrollieren alles regelmäßig. Wir wissen, wer in die Gruppe kommt. Wir wissen, wann jemand in die Gruppe kommt. Wir wissen alles. Okay. 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 Wenn okay okay ist, dann alles okay. Das ist ein Test. Wer darauf antwortet, ist ein Idiot. Kennt ihr die Geschichte von dem Typen, der Kaugummi-Count und WhatsApp-schreibend über eine Rheinbrücke gegangen ist? Ungefähr in der Mitte hat er das Kaugummi beim Schreiben in seine linke Hand gespuckt und mit der rechten sein Handy in den Rhein geworfen. So sieht es aus. Blinzeln. Nochmal. Das Auge brennt. Blaues Flirren, grüne Streifen, eine Wimper, ein Wunsch. Glück, Geld, Liebe, Glück. Das reicht. Da ist alles drin. Pusten, Schminke am Finger, weiße Hose, kein Tuch. Wohin? Ablecken? Nee, doch Hose. Scheiße. Kleiner Krümel, großer Streifen. Das sieht aus wie Scheiße. Verreiben. Macht es schlimmer. Als wäre es Vogelkacke. Ein Kackstreifen mit Blau und Grün und Glitzer. Ich hasse Schminke. Nee, ich liebe Schminke. Was weiß ich? Das nächste Mal die schwarze Hose. Jetzt die weiße. Mit Streifen. Mit draufgeschminktem Kackstreifen. Kann ich wegschmeißen? Ach Mann, ey, immer das Gleiche. Was für ein beschissener Augenblick. Hallöchen.
geht's? Oh, ist das Schminke? Da musst du Backpulver nehmen, einen Esslöffel, anfeuchten, einreiben, eine Stunde warten, dann in die Maschine. Hilft garantiert. Puh, Glück gehabt. Thank you.
Wir sind Schwestern. Natürlich streiten wir uns jeden Tag wegen Kleinigkeiten. Wir sind Schwestern. Natürlich hat die eine kaputte Haut und die andere nicht. Ja, wir sind Schwestern. Natürlich sind wir neidisch aufeinander. Wir sind Schwestern. Natürlich ist die eine jeden Tag draußen und die andere liegt nur zu Hause im Bett. Wir sind Schwestern. Natürlich kann die eine mit Haaren umgehen und die andere nicht. Wir sind Schwestern. Natürlich hört die eine Musik und die andere verschläft den ganzen Tag. Wir sind Schwestern. Natürlich ist die eine dick und die andere dünn. Wir sind Schwestern. Natürlich fällt der eine mal was ein und der andere nicht. Wir sind Schwestern. Natürlich ist die eine dumm und die andere kreativ. Wir sind Schwestern. Natürlich. Sind wir beide nicht wirklich klar? Wir sind Schwestern. Natürlich kannst du besser schminken. Ich weiß. Thank you.
your body, think of all your makeup and your sadness. Trust me, why don't you just trust me? You're the only beauty, show me your best. You're not an ugly woman, oh, your skin is golden. Let me show you how it's done. You're one in a billion, the only thing you're missing is the feeling of having fun. Your things up, but I just go. Body, I'm more than my body. I don't think I'll ever know you enough. I'm not a toy to play with, not just a sight to see, and still you think he's yours. I'm more than my body.
Einen Augenblick mal. Soll ich wegsehen? Hingucken? In welche Richtung? Ja? Nein? Ein Blick. Ein Auge. Zwei Augen. Kontakt. Augenkontakt. Vier Augen treffen. Augenfarbe. Verschlafen noch und wach zugleich. Irritation.
Staunen. Hä? Liebe. Liebe? Auf den ersten Blick? Augenblick mal. Sowas gibt es nicht. Hä? Warum? Wieso? Warten. Was soll ich tun? Warten. Keine Idee. Warten. Langeweile. Warten. Nochmal gucken. Er starrt. Er starrt. Er starrt zurück. Eine lange Weile. Augenblick, jemand kommt. Side-Eye. Wegsehen. Hinsehen. Wieder wegsehen. Diese Augen bleiben in Gedanken. Das ist wie Schmetterlinge sehen. Konzentrier dich. Wie ein blauer Himmel. Konzentrieren! Die unendlichen Weiten des Horizonts. So schön. Moment. Er steigt aus. So schön. Die Tür schließt sich. Vorbei. Was ein Augenblick. Also eigentlich habe ich keine Ahnung, was ich sagen soll. Momente, in denen man glücklich war, fallen einem ja nicht direkt ein. Ja, das liegt daran, dass man insgeheim immer traurig ist. Überleg dir mal, wenn du dir die... Moment, Moment. Du. Führe ich gerade Selbstgespräche mit mir? Du hast... Es fällt mir denn wirklich nichts Besseres ein? Du hast mich. Boah, Alter, scheiß Ohrwurm. Du hast mich gefragt. Ich wollte gerade doch nur eine Frage beantworten, in welchem Moment ich besonders glücklich war. Er war gerade dabei, dir zu erzählen, warum die Welt scheiße ist. Und ich habe nichts gesagt. Moment, Moment. Habe ich richtig verstanden? Nee, Entschuldigung. Regie, bitte einmal kurz einfach für die Bulle Welt spielen. Euer Ernst? Ich fand den Film nicht so gruselig. Damals war er aber revolutionär. Der heiße Scheiß auf dem Horrormarkt. Ich bin dafür verantwortlich, dass wenn du dich nachts ins Bett legst, du irgendwelche angsteinflößende und verstörende Gestalten siehst. Das nennt man Schlafparalyse. Moment, Moment. Erstens habe ich keine Schlafparalyse. Zweitens verbinde ich A mit B, dann... Da kommt der drauf. Check das endlich. Dann habe ich... Albträume! Ah, was? Nein, du verwirrst mich. Alpha. Halt deine Fresse. Verpiss dich. Wir brauchen dich jetzt nicht. Aua! Junge, check's endlich! Du führst Selbstgespräche! Alter, bin ich! Okay, Moment, Moment.
Wir brauchen ein neues Wort für alt. Warte, was? Nein! Holt den Angeklagten auf die Bühne! Darf ich vorstellen? Nein. Das ist Creativos Absolutus. Er wurde angeklagt wegen Mordes, Hausfriedensbruch, schwerer Körperverletzung, Bruch des Hausfriedens und noch irgendwas, Paragraph Strafgesetzbuch, bla bla bla, keine Ahnung was. Er wird dir dabei helfen, ein neues Wort für Alter zu finden. Alter! Euer Ehren, Definition Alter. Eine mehrjährige Person, die Falten hat. Danke. Ich bin absolut verwirrt. Regie? Nein, nix Regie. Persönlichkeitsstörung? Nein, ich bin seit dem Moment verwirrt, seitdem ich diese blöde Frage beantworten musste, an welchem Moment ich besonders glücklich war. Ah, dissoziative Identitätsstörung, das war's. Nein, einfach nur Selbstgespräche. Thank you.
Banaler, totaler, unnötig verstrahlter, völlig verkackter, loser Augenblick. Steh da im Garten, langweilig wartend auf irgendwas und da flatter, 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 flatter. Ein kleiner, kleiner Schmetterling, ein kleiner, kleiner Schmetterling. Dieses Dreckscheißding, eher eine Motte, bräulich verrottet mit weißen Punkten. Ein seltsames Ding, draufgetreten und gestochen wie ein fieser Stachelrochenfresser, mieser Messerstecher, kleiner schwarzer Weltenbrecher in den Fuß. Keine Ahnung, hasse Motten, hasse blöde Schmetterlinge, stechende, summende, eklige, behaarte, miese, kleine Widerlinge. Dann ist es geschwollen und humpelt, muss ich durch den Sommer mit verwandt am Fuß. Frust, 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 Frust. Wegen einer Motte, wegen einer Motte, wegen einer Motte, 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 Motte. Eine schwarze Schmetterling, eine schwarzen Rächer über ihr Wiesen, über Dächer in den Garten, wo ich war. Hahaha, ha, ha, ha. Der Mensch hat Hallis Heim, sie ist durch und durch gemein, die steckt mit Genuss in den Fuß, dann ist Schluss mit dem ganzen Scheiß. Wetter, Klima, happy, prima, mit dem Krieg und der Gewalt stech ich zu, es wird kalt in der Welt, bald. Ich schrotte die Motte, tut mir leid. Armer kleiner Schmetterling, es tut mir wirklich leid, vielleicht warst du mal ein Mensch, anderes Leben und jetzt leben deine Hässe hier im Gras, werden blass und nass in der Sonne und im Regen, so ist das eben. Aus Versehen draufgetreten, kannst du mir vergeben? Werde eine Blume, ein Stern im nächsten Leben oder besser dieses schwarze Loch, das den ganzen Laden frisst, das sich schmatzend dann verpisst, weil hier keiner was vermisst. So ein richtig fetter Augenblick. Voller gutem Appetit, aber Quatsch, nur ein kleiner Stich. Wir sind hier, wir sind wir und die Sommer bleiben mir noch ein ganzes Leben. Tschüss. Sind Zwillinge. Natürlich sind wir dick und doof. Wir sind Zwillinge. Natürlich haben wir einen Streitschaber Messer gezogen. Natürlich habe ich dir auch schon mal Geld geklaut. Wir sind Zwillinge. Natürlich bekommt die eine die besseren Noten der anderen. Wir sind Zwillinge. Und natürlich erpresst die eine die andere mit ihren Geheimnissen. Wir sind Zwillinge. Natürlich wird die eine bevorzugt und die andere nicht. Wir sind Zwillinge. Und natürlich werden wir immer verwechselt, obwohl wir uns nicht mal ähnlich sehen. Wir sind Zwillinge. Natürlich kann die eine Dinge besser, die die andere gar nicht kann. Wir sind gar keine Zwillinge. Die eine ist nur der Teil von der ein und derselben Person. Ja, aber das ist ein Unterschied. Was denn? Ja, alles. Ja, die eine und die andere, das sind nur Teile von der einen und derselben Person. Von ein und derselben Person? Ja, von der, halt von der einen und derselben, also... Der nein, du sagst es falsch. Von ein und derselben Person. Nein, also nein, also nein, also nein, also... Von der einen und derselben, also... Du sagst es falsch, von ein und derselben Person. Grisha, nein, doch! Thank you.
Wenn ich einen kleinen Blick auf unsere Welt werfe, unsere winzig kleine Welt, dann werfen 8 Milliarden Menschen zur gleichen Zeit auch ihren Blick darauf. Okay, ein paar schlafen, doch ein Traum ist auch ein Blick, finde ich. Und wenn ich aufwache, sehe ich, worauf ich mich freuen kann. Meine Familie, den nächsten Urlaub, am Strand liegen oder in den Bergen. Im Endeffekt sehe ich mich, dich, uns. All diese Blicke auf unsere Welt machen sie 10-mal so groß, 8 Milliarden-mal so groß. Es klingt irgendwie unendlich. Blicke sehen, was Menschen alles geschafft haben. Blicke sehen die Vergangenheit und formen die Zukunft, ob wir glücklich oder traurig sind. Wer wir sind, was wir sein wollen. Wer bin ich, wenn ich in den Spiegel blicke? Denn dann bin ich, ich. Aber auch immer alles, was ich sein könnte. Manchmal war ich da schon eine seltsame Person. Vielleicht auch jemand anderes. Aber was ich gerade sehe, gefällt mir echt gut. Es sind genügend Möglichkeiten. Und ich sehe nicht nur mich. Ich sehe dich. Und dich. Und dich. Uns alle. Einen kleinen Augenblick.